Um ein sehr dunkles Kapitel der deutschen Geschichte geht es in Colonia Dignidad. Für euch jetzt hier Trailer und Review zum Film mit Emma Watson und Daniel Brühl. Die beiden spielen nämlich ein studentisches Pärchen. Er wird aber verschleppt in die Colonia Dignidad. Und das ist nach außen hin so eine Gemeinschaft, die glauben viel, so christlich. Wird aber eben von einem Priester geleitet, der gleichzeitig aber auch zum Diktator sehr, sehr enge Kontakte pflegt. Und Lena möchte irgendwie Daniel da rausholen und lässt sich selber genau dort einschleusen. Dass das nicht zwingend gut gehen kann, kann man sich denken, wie das aussieht, seht ihr hier im Trailer. Ich kam nach Chile vor ungefähr 4 Monaten und es ist mein Land geworden. Aber was dieses Land braucht, ist Solidarität. Vencedemos! Hey! Gib mir die Kamera. Die gehört jetzt mir. Ich liebe dich. Hallo? Was? Es gab einen Militärputsch. Wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Keine Ahnung. Wisst ihr, wo er ist? In einem Lager im Süden. Komplett von der Außenwelt abgestellt. Und wie heißt das? Colonia Dignidad. Das ist eine Art Sekte. Der Anführer heißt Paul Schäfer und hat eine Welt nach seinen Regeln geschaffen. Mitten im Nirgendwo. Und wenn ich da hingehe? Würde ich an ihrer Stelle nicht. Vielleicht kommen sie dann nie wieder raus. Komm rein. Unser Leben hier ist hart und demütig. Wenn du dich uns anschließt, musst du bleiben. So dienst du also dem Herrn? Nein! Du hast bestimmt einen Freund. Jemand, der dich liebt. Nein. Ich hab dich aufgenommen wie eine Tochter. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Du denkst, dass es ein Fehler war, dass du nicht hättest herkommen sollen. Colonia Dignidad beschreibt ja eine Geschichte, die mir so komplett ungeläufig war. Also ich habe da nie was von mitbekommen, auch jetzt nicht im historischen Kontext. Klar, ich bin jetzt nicht in den 70er Jahren groß geworden, aber ich dachte, man würde sowas eigentlich heutzutage wissen oder vielleicht auch in der Schule irgendwie mitbekommen. Dementsprechend hätte ich gerne ein bisschen mehr historischen Kontext auch von Beginn an gehabt. Es geht nämlich ziemlich zügig los. Für die Geschichte selber ist das natürlich eine gute Sache, denn man ist direkt bei den beiden Hauptfiguren und man hat eben jetzt nicht 30 Minuten Laberei. Also wenn die einmal irgendwie nett zusammen im Bett rumliegen und ein bisschen verliebt sind, weiß ich, okay, die sind ein Paar, die lieben sich, das muss ich jetzt nicht in 30 Minuten auserzählt bekommen. Das finde ich grundsätzlich erstmal gut und auch das Schauspiel von Daniel Brühl und Emma Watson, die harmonieren ziemlich gut zusammen und Emma Watson mag ich sowieso sehr gern und jetzt eben nicht so Harry Potter, Potterhead, so, sondern ich sehe bei ihr einfach wirklich großes Potenzial für eine schauspielerische Karriere. Und das merkt man auch, wenn hier die deutsche Synchronstimme an einigen Stellen vielleicht ein bisschen störend ist. Aber die Geschichte selber wird flott erzählt und durchaus auch nachvollziehbar, was gerade bei Lena im Kopf vorgeht. Und muss auch sagen, es ist auf jeden Fall die Geschichte mehr von Lena als von Daniel oder von dem Pärchen. Also man begleitet sie die meiste Zeit. Da muss man sagen, gibt es extrem krasse Stellen, die jetzt nicht irgendwie von Brutalität geprägt sind, sondern eben durch die Stimmung durchaus sehr, sehr spannend und aufreibend sind. Allgemein auch wirklich Kostüme, Ausstattung ist alles sehr, sehr, sehr gut geworden. Und wenn man bedenkt, dass es eine deutsche Produktion ist, sieht es extrem international aus. Also vom Look her kriegen die Deutschen das auf jeden Fall hin, wenn sie denn wollen. Was man aber leider so kritisch sehen muss, ist, dass einige Figuren ein bisschen hölzern wirken. Also eigentlich alle Figuren, die um die beiden plus dem Priester herum sind, das sind so, so die drei zentralen Figuren, die sind alle so ein bisschen hölzern. Und da merkt man dann schon so,
Das ist jetzt so ein bisschen, also gefühlt wie so ein Laienschauspiel. Das ist auf jeden Fall eine große Schwäche des Films, dass das eben sehr hölzern ist und auch gerade nachher so ein bisschen sehr auf hier Skandal, da Skandal und auf einmal soll es noch ein ganz, ganz krasser Thriller werden. Da merkt man eben so gerade hinten raus, die Dramaturgie ist jetzt nicht 100% super gut geworden, aber ich bin insgesamt positiv überrascht gewesen, dass ein Film auch aus deutschem Lande durchaus so eine Geschichte erzählen kann und gerade gegen Ende, obwohl es sehr auf skandalöse Momente geht, auch noch Spannung erzeugt. Hat mich auf jeden Fall dazu angeregt, etwas mehr über diese Colonia Dignidad herauszufinden. Das erste, was ich gemacht habe, war danach zu googeln und mich ein bisschen zu informieren. Und wenn das ein Film schafft, war der auf jeden Fall keine Vollkatastrophe. Von mir gibt es insgesamt gut gemeinte und sehenswerte, gerade für die schauspielerische Leistung, 6 von 10 Punkten für Colonia Dignidad. Kein großer Wurf, aber ich glaube, für Leute, die sich für so Geschichten interessieren, ist das insgesamt ein ganz netter Film. Wenn ihr was anderes sehen wollt, schaut gerne hier unten links in die letzte Review rein. Oder wenn es euch um Liebesfilme geht, die schönsten Liebesfilme im Top 10 gibt es unten rechts. Und in diesem Sinne, macht es gut und adieu.